Ich muss sagen, eine der wichtigsten Sachen am Camperausbau, wenn man so mal grundlegend anfängt, ist tatsächlich die Isolierung. Nicht nur für ein Wintercamping, sondern auch für den Sommer. Und das ist eine Sache, wo viele Leute ein bisschen vernachlässigen und wo sich dann nachher letzten Endes auf Reisen wieder rächt. Ja, aber das war tatsächlich eins der ersten Dinge, was wir auch gemacht haben bei unserem Ausbau. Genau. Und deswegen würde ich mal sagen, wir unterhalten uns in diesem Podcast so ein bisschen über Isolierung und Dämmung und Entdröhnung von Campern. Und worauf man achten sollte und wie wir das gemacht haben und vor allem, wie das auf unserem Wintertrip jetzt ans Nordkap funktioniert hat. Genau, da haben wir es bei extremer Kälte getestet und in der Hitze haben wir es in Auch schon, Italien auch schon genau. getestet. Und Kroatien. Und Griechenland. Genau. Und ja, noch so ein paar andere Länder. Genau. Also würde ich mal sagen, wir hauen das Intro rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind Steven und Johanna. Und wir haben uns gemeinsam 2019 einen Ford Ranger gekauft als Reisefahrzeug und einen der allerersten Canopy-Camper europaweit. Den haben wir dann zu einem Camper ausgebaut mit allem, was dazugehört, Standheizung und so weiter und wollen damit die Welt bereisen. Aktuell sind wir so ein bisschen in Europa unterwegs und ja, mal schauen, wo es uns noch so hin verschlägt. Und damit herzlich willkommen in unserem Overlanding- und Reisepodcast. So, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen zurück in dieser Podcast-Folge. Und wir starten voll rein, oder Richtig, so ähnlich. Diese Woche wieder wir zwei und nicht mit Ja, Julian. ich bin Richtig. wieder zurück. Letzte Woche war es ja mal ausgetauscht worden. Ja, aber keine Sorge, ich komme immer wieder. Richtig, abgelöst. Genau, dann fangen wir einfach mal an. Wir haben unseren Camper ja zweimal ausgebaut. Einmal Ja. mit ein bisschen zu viel dickem Holz und ja, leider auch nicht richtig abgedichtet und deswegen haben wir alles nochmal rausgerissen und unseren Camper nochmal ausgebohrt. Was? Lustige Geschichte. Ja, relativ lustig. Was ich im Nachhinein muss ich eigentlich sagen, es war eigentlich die beste Entscheidung, die wir jemals getroffen haben, alles nochmal rauszureißen, nochmal zu machen. Zum einen war der erste Ausbau, also wir hatten ja vorher noch nie einen Camper ausgebaut. Der war jetzt qualitativ auch nicht so mega Ja, hochwertig und es also keinen war. richtigen Camper. Du hast schon mal eine Campingkiste gebaut. Ja, eine Campingkiste. Nee, aber der Ausbau der erste war auch qualitativ nicht so hochwertig. Wir haben eigentlich hier und da an allen Ecken und Kanten eigentlich auch so ein bisschen gespart und nicht unbedingt gerade so die Sachen gekauft, die wir wirklich gesagt haben, die passen perfekt zu uns, sondern eher das, wo ich gesagt habe, so ja, ist vom Preis her okay. Das war bei unserem jetzigen Camper-Ausbau eher nicht so. Da haben wir tatsächlich eher geguckt, dass es vom Design halt alles irgendwie einheitlich ist, dass es halt gut aussieht, alles aufeinander irgendwie so gut wie es geht halt harmonisiert und vor allem halt, dass es an unsere Bedürfnisse angepasst ist. Ja, ist ja mega, da wussten wir halt schon, was wir wollten, ne? Hat man alles schon mal Ja. gemacht, überall schon ein bisschen Erfahrung und konnte einfach alles nochmal optimieren. Genau, wo wir zum Beispiel auch gemerkt haben, dass wir einfach keinen 230 Volt Konverter brauchen, der dann rausgeflogen ist, der auch echt einen Haufen Geld gekostet hat oder auch einen Haufen Geld kostet. Gut, also fangen wir mal von vorne an. Isolierung. Wir hatten ja im Prinzip eigentlich auch keine Ahnung über Isolierung und Haben uns hatten, da reingetastet. genau, haben uns da reingetastet und haben uns tatsächlich auch so ein bisschen inspirieren lassen von Phil und Caro, wie Phil seinen Defender isoliert hat. Weil letzten Endes ist es ja nichts anderes. Also der Canopy Camper ist nichts anderes wie ein Defender-Ausbau. Es ist eine Metallkiste und dann muss man halt irgendwie versuchen, da Ja. ein bisschen Leben einzuhauchen. Wärme. Genau. Das größte Problem ist tatsächlich bei Metallkisten. Was ja der Canopy Camper ist und eigentlich auch alle anderen Fahrzeuge sind ja letzten Endes einfach nur Metallkisten. Die speichern halt extrem Kälte. Wenn sie einmal richtig ausgekühlt sind, dann geben sie auch die Strahlungskälte überall hin ab. Das heißt, wenn man nacktes Metall irgendwo hat, das strahlt natürlich auch die Kälte extrem ab. Und im Sommer, ja, staut sich die Hitze halt drinne. Heizt sich schön auf. Genau, das sind zwei Dinge, die man halt nicht haben möchte. Man möchte ja halt sowohl Sommer als auch Winter ein angenehmes Klima und eine angenehme Temperatur da drinne haben. Und wir haben das tatsächlich bei uns im Canopy Camper echt sehr gut hingekriegt. Ja, ich denke auch. Genau, es gibt ja wirklich viele Leute, die Isolierung halt ans Fahrzeug dran kleben. Aber eigentlich wollte ich noch viel früher anfangen, Ja, was ich wir wollte gerade überhaupt verwendet sagen, haben. fang mal an. Genau. Mit was haben wir denn angefangen? Genau. Wir haben uns dazu entschieden, mit Armaflex zu isolieren. Ja. Besser gesagt, mit 9 mm selbstklebendem Armaflex. Ja. Dieses Antidröhnen, was, wie du schon gesagt hast, Sunnyside hatte, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das haben wir nicht gemacht. Alubutyl. Alubutyl, genau, weil wir ja nicht innen drin sitzen, wenn wir fahren. Genau. Ja, Also. ich glaube, viele Leute wissen auch nicht unbedingt, was Alubutyl ist. Alubutyl ist im Prinzip so eine Entdröhnung. Also wenn du große Metallflächen hast, das merkt man allerdings tatsächlich beim Canopy Camper. Es gibt eine große Fläche, das ist hinten die Seite, die zum Fenster, also zur Kabine und Fahrzeugkabine quasi, Ah, da wo der ja. Wassertank hinten Ja. drinne sitzt. Das haben sie mittlerweile schon geändert, aber bei unserem ist noch nicht diese Versteifung drinne.
Und dadurch, wenn man fährt und extrem viel Wind hinkommt, dann klappert die quasi auch so ein bisschen. Ah, echt? Und dann kommt, nicht aufgefallen. Ja, dann kommt hin und wieder mal dieses laute Schlagen, wo man dann merkt, wenn richtig viel Wind hinten reinkommt, dann macht es also klack. Das ist also, wenn so im Prinzip sich das Metall einmal verwindet. Das heißt, da könnte man theoretisch auch Alubutyr reinkleben, ist mittlerweile aber nicht mehr wichtig, weil es ja quasi jetzt dann schon von AluCap selber behoben wurde. Und eben bei großen Metallflächen, bei Vibrationen fangen die ja quasi an zu vibrieren und dann zu scheppern und zu dröhnen halt. Und um dem entgegenzuwirken, klebt man punktuell eben Alubutylmatten rein, das ist so Bitumen mehr oder weniger, und dann ist das ganze Fahrzeug halt eben entrönt. Ja, gerade beim Defender oder bei so Sprintern oder so, wenn man in einem Raum sitzt während der Fahrt, dann wird es einfach ein bisschen leiser während der Fahrt. Genau, man kann damit zum Beispiel auch alte LKWs oder ältere Fahrzeuge, die von sich aus einfach schon extrem laut sind, kann man damit entdröhnen und kann dann einfach ein bisschen ein gemütliches Raumklima erzielen. Ja. Genau, hatten wir uns dann auf jeden Fall zu entschieden, dass wir das einfach nicht brauchen, weil wir sitzen nicht hinten drin. Was hinten drin während der Fahrt passiert, ist uns eigentlich egal. Ja. Und deswegen hatten wir gesagt, wir gehen ausschließlich auf eine Isolierung. Hatten uns dann da tatsächlich auch Gedanken gemacht, wie wir das tun. Und hatten uns dann nach langem Hin und Her dazu entschieden, eben das Armaflex nicht vollflächig, so wie viele das in ihren Defender zum Beispiel machen oder auch in den ganzen Vans, nicht ans Fahrzeug dran zu kleben, sondern an die Holzplatten. Also einfach mal so ein bisschen anders gedacht halt. Ja, also wir haben schon versucht, insgesamt so die Kabine rundum von allen Seiten so einmal komplett mit Armaflex zu dämmen. Aber wir haben es eigentlich nie direkt an den Camper oder an die Pritsche vom Fahrzeug geklebt. Genau. Eben der Vorteil ist halt, wenn man es an dem Holzplatten dran hat, man kriegt die Holzplatten einfach wieder raus und... Theoretisch einfach. Genau, theoretisch einfach. und das ist halt einfach nicht am Fahrzeug dran, weil Armaflex klebt schon ja wirklich massiv krass. Und wenn man das auf das Fahrzeug draufklebt, so kriegst du diese Klebefläche nie wieder runter. Ja, und dann hast du auch dieses Gewebe da unten dran und so. Wenn das abfrieren ist, so kriegst du es echt nicht mehr weg. Nee, das ist schon echt ultra nervig. Und ich habe tatsächlich auch, also ich habe es einigen gesagt, wo ich gesagt habe, ich würde es nicht tun. Vor allem noch, ich sag mal, noch eine Nummer krasser. Also wir haben ja noch diese Nashornhaut, also Hörkuliner auf unserem... Pritsche? Ja, auf unserer Pritsche drauf. Das ist so eine Art Rostschutz oder so eine Art, wie soll man sagen, Schlagschutzlackierung. Was ich auch super finde, was echt total gut ist. Ich würde es, glaube ich, sofort wieder machen, wenn wir einen neuen Pickup hätten. Ist ja, wie gesagt, eben zum einen Rostschutz und zum anderen einfach, dass man die Pritsche halt einfach nicht so runterpoliert. Was ein super Vorteil noch daran ist, das ist so eine richtige raue Oberfläche und Armaflex auf dieser rauen Oberfläche rutscht nicht mehr. Also du hast dann echt wirklich so eine richtig geile Anti-Rutsch-Hemmung und dann musst du halt die Holzplatten oder den Ausbau nicht mehr am Fahrzeug an sich erstmal so verschrauben. Was wir ja gemerkt haben bei unserem ersten Ausbau, da kam im Prinzip Feuchtigkeit unter die Grundplatte drunter und dieses Armaflex ist da richtig dran geklebt. Also ich muss es dann mit dem Brecheisen rausholen. Ja. Hat sich gut reingedrückt. Ja, dass wir diese Grundplatte wieder rausgekriegt haben. Ja, ich muss gerade dran denken, eine kleine Anekdote zu dem Hörkuliner. Oder Nashorn, wie hast du es genannt gerade? Ja, Nashornhaut oder Hörkuliner. Hörkuliner. Bettliner. Das war schon echt mies, ne? Kaufst dir so ein neues Auto, eine Woche hast du es und das Erste, was du machst, ist mit dem Schleifpapier die Pritsche, den komplett neuen Lack schleifen, komplett rausschleifen. Das tat schon echt weh, aber jetzt im Nachhinein. Würde ich es wieder machen. Es kostet Überwindung, aber es hat sich gelohnt. Ja, das ist schon krass irgendwie so bei neuen Fahrzeugen. Also es gibt immer, also bei so neuen Wägen immer das erste Mal, wo man ein dickes Loch reinfräst oder reinbohrt oder reinschneidet oder das erste Mal irgendwie so den Lack wegschleift. Das ist schon krass, weil man sich davor noch nie so groß mit solchen Fahrzeugen beschäftigt hat. Das ist schon heftig. Ja. Da war man sehr skeptisch am Anfang, um ehrlich zu sein. Genau. Aber ja, es genau. Funktioniert. Zurück zur Dämmung. Wie gesagt, was man erreichen möchte, ist ja sowohl im Sommer als auch im Winter einfach ein ordentliches Klima innen drin. Und ja, halt am besten auch keine, wie nennt sich es wieder? Keine Kältebrücken, wo sich halt Kondens bilden kann. Die Sache ist ja beim Canopy Camper, das ist ja wirklich extrem viel nacktes Metall. Und nur ja, und wir haben es tatsächlich hingekriegt, echt das meiste an Metall das eigentlich zu eliminieren, ne? Fast überall inzwischen. Bis auf den Kabelschaft. Lang gebraucht.
Also klar, die Britsche hatten wir ja relativ schnell durch den Holzausbau und so waren eigentlich alle Seiten von der Britsche nachher abgedeckt mit Holz und mit Armaflex dann. Ja. Und beim Camper selber haben wir uns rangetastet. Wir haben erstmal angefangen, so Armaflex-Paneele in die Seitenklappen reinzumachen. Das war, glaube ich, so das Erste, was wir gemacht haben. Wobei wir da ja eben davor noch diesen Filz drauf geklebt haben. Um ja, das haben wir erst später gemacht. Zur Optimierung. Echt? Beim zweiten Ausbau haben wir das erst gemacht, ja. Ah, okay. Ich dachte, dass wir schon am Anfang welches drin hatten. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe die Dinger noch auch zweimal bezogen. Erst hatten wir Klett reingeklebt, wir dann die Paneele dran geklettet haben. Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Das ist dann aber relativ schnell abgefallen tatsächlich, der Klebeklett durch die Hitze. Klar, wenn und Feuchtigkeit und alles drum und dran. Genau, wenn das Metall von außen aufgeheizt wird. Kleber hebt nicht so gut. Nee, tatsächlich nicht. Und da haben wir dann eben gemerkt, dass wir diese ganzen Kältebrücken, also möglichst alle Metallflächen tatsächlich irgendwie noch abdecken sollten, um eben diese Kältebrücken und die Kondenspunkte zu minimieren. Ja, Taupunkte quasi, Taupunkte nach außen liegen. Mhm. Das ist echt krass, also man merkt ja an dem nackten Metall, merkt man ja echt krass, wie dann sich da dieses Kondens bildet und vor allem diese Strahlungskälte. Also als man am Anfang dran saß, merkt man schon massiv von außen diese Strahlungskälte und selbst wenn es innen drin 25 Grad hat, merkt man trotzdem diese massive Kälte von außen reindrücken. Und vor allem immer diese Feuchtigkeit außen dran. Dann haben wir uns dazu entschieden, Filz dran zu machen. Einfach nur zum einen, dass es ein bisschen gemütlicheres Wohl, also so ein Wohngefühl quasi, ein bisschen gemütlicheres gibt. Ja. Und zum anderen tatsächlich, um diese Kondensbildung halt wegzukriegen. Ja. Was haben wir denn für einen Filz verwendet? Ist das was Spezielles oder gibt es das überall? Nee, es ist ein Adam Hall-Filz, der kommt normalerweise aus der Veranstaltungstechnik und ist extrem robust. Also im Gegensatz zu einem normalen Filz ist er wirklich extrem viel robuster. Und vor allem ist er gegenüber Nässe und Feuchtigkeit eben nicht so anfällig, weil klar, so Cases stehen auch mal in der Feuchte oder in der Nässe rum oder werden durch LKWs und Trucks gezogen, müssen ständig halt eben von kalt in warm und von warm in kalt und so weiter. Und da sind die ganzen Materialien halt einfach drauf ausgerüstet oder ausgelegt halt. Ja. Und deswegen haben wir uns für den entschieden und wir haben echt ein paar Kommentare bekommen, wo Leute gesagt haben, das ist extrem doof, das zu tun. Weil man halt eben den Taupunkt an die falsche Stelle legt und vor allem, weil dann die Feuchtigkeit theoretisch, die sich ja quasi daran bilden würde, sich in diesem Filz drin hält und dann anfängt zu schimmeln und man kriegt das nicht mehr trocken und wie auch immer. Kann ich aber jetzt nach 2 Jahren, glaube ich, haben wir jetzt den Ausbau drin oder über 2 Jahre sogar, war in echt allen Klimaregionen, die man sich so vorstellen kann. Und ich kann definitiv sagen, ist das nicht so. Also der Filz ist immer trocken, es ist nie Feuchtigkeit dran, er ist nie klatschnass. Auch selbst wenn er tatsächlich sich mal mit Feuchtigkeit vollgesogen hatte, weil wir noch ein paar Punkte hatten, wo noch ein bisschen was an Feuchtigkeit reingekommen ist, ist er trotzdem immer wieder trocken gewesen. Ja. Also würde ich sofort wieder so tun. Ja, ich muss sagen, optisch macht auch echt was her. Macht es echt schön, passt echt gut zum restlichen Canopy-Camper-Look. Ja. Und klar, bei uns funktioniert es gut. Gerade mit der Standheizung und so. Nachts ist da unten ja immer echt schön warm. Da trocknet alles, überhaupt kein Problem. Wie es jetzt ohne Standheizung wäre, weiß ich nicht. Aber so macht der Filter überhaupt keine Probleme. Vor allem, was man, glaube ich, einfach mit bedenken muss, der Raum in dem Canopy-Camper ist nicht groß. Klar, wenn natürlich oben offen ist, dann ist der Raum schon nicht klein. Allerdings ist er nicht riesig. In großen Fahrzeugen, wenn man die Tür einmal aufmacht, dann kommt halt nicht sofort über Luft hin. Durch diese riesengroße Hecktür, die man hat, wenn man die halt einmal aufmacht, dann wird halt meistens der Raum einmal komplett mit frischer Luft geflutet. Die alte Luft geht halt einmal komplett kurz raus und dadurch hat man immer eine neue Zirkulation. Das ist quasi Stoßlüften par excellence, wenn man mal kurz auf Toilette muss. Ja, und vor allem auch abends haben wir oder nachts haben wir in der Regel fast immer hinten das Fenster halt ein Stückchen offen, das heißt, da kommt auch immer frische Luft halt die ganze Nacht rein und somit ist eigentlich tatsächlich der Camper immer ziemlich gut durchlüftet, aber hat trotzdem tatsächlich im Winter immer gemütliche 25 Grad drin. Ja, genau. Also von der Temperatur, das haben wir jetzt gemerkt auf der Reise, das war echt gut. Ja, also selbst bei irgendwie minus 30, minus 35 Grad haben wir trotzdem gemütliche 25 innen drin. Klar, man muss sagen, wir haben noch so ein paar Stellen, wo wir noch das blanke Metall haben, diese ganzen Schienen und Kabelschächte oben und unten. Das sind so Punkte in den Ecken. Wenn man direkt in der Ecke sitzt, dann spürt man diese Kälte von außen. Oder auch wenn man die Klamotten am Abend in die Ecke gestopft hat, dann sind die richtig kalt. Aber isoliert, ja.
Was? Die Klamotten in der Ecke. Wenn man die Daunenjacke in die Ecke reinschiebt. Genau. Aber es war jetzt nie so, dass es da irgendwie dran gefroren wäre oder so. Also, dass sich da eine Eisschicht gebildet hätte oder so. Nee, tatsächlich nicht. Selbst nicht mal bei minus 30 Grad. Aber klar, das ist halt wieder so eine Sache. Auch im Winter muss man natürlich immer ein bisschen gucken. Das ist auch eine Sache, wo ich echt spannend finde. Man bringt ja wirklich viel Schnee und so ein Zeug mit rein und Nässe. Hm. Aber trotz alledessen ist nie irgendwo innen drin irgendwas krass kondensiert oder auch nicht an den Seitenwänden. Das hat echt wirklich immer gut funktioniert. Ja, stimmt. Tatsächlicherweise. Viele Leute werden jetzt, bevor ich darauf zurückkomme, ob die Seitenklappen gut isoliert sind, viele Leute werden jetzt sicherlich sagen, okay, unten kann man das Ganze isolieren, wie sieht das Ganze denn mit dem Dachzelt aus? Das ist eine gute Frage und da haben wir auch eine gute Antwort drauf. Echt? Haben wir das? Eine gute Antwort, beziehungsweise AluCap hat eine gute Antwort, oder? AluCap hat eine gute Antwort. Nee, jeder Dachzelthersteller hat ja irgendwie so ein bisschen seine eigene Philosophie, was ich bei AluCap extrem gut finde, man weiß ja, Luftschichten isolieren. Und wenn man sich, um ein bisschen auszuholen, wenn man sich halt eben im Winter warm anziehen möchte, dann sind das im Prinzip nicht die Klamottenschichten, die wärmen, sondern die kleinen Luftschichten zwischendrin, die sich halt erwärmen und dann die Wärme speichern halt. Und so ist es bei den Zeltbahnen. AluCap hat ja im Prinzip diese zwei Zeltbahnen aneinander gemacht, zwei dicke, wirklich dicke Canvas-Zeltbahnen. Die speichern dann diese warme Luft im Prinzip zwischendrin. Und dadurch hat man schon wirklich eine extrem gut isolierte Zeltwand. Das ist schon Wahnsinn. Also selbst wenn es draußen irgendwie minus 30 Grad hat, dann kommt dann trotzdem nicht so eine krass massive Strahlungskälte rein. Ja, Strahlungskälte eigentlich kaum, ne? Nee, eigentlich fast nicht. Klar, wenn man halt direkt an der Rückwand dran liegt oder so, dann merkt man das schon irgendwann. Aber so grundlegend kommt eigentlich fast nichts an Strahlungskälte rein. Mhm. Genau. Und daher muss ich einfach ganz klar sagen, ist das eigentlich schon nahezu ausreichend gut isoliert. Ja, also so, dass man 3 Wochen lang bei minus 20 Grad durch Schweden fahren kann. Ja, das ist so mit auch mal ein paar extremeren Temperaturen. Ja. Schnitt. Genau, und es gibt tatsächlich von Blidimax, also das ist jetzt keine Schleichwerbung oder so, ich habe das einfach nur mal gesehen, Blidimax ist ja so ein Hersteller für Isolierbahnen, Isolierstoff für Camper, für Vans, vorne für die Scheiben und so weiter, hat mal für die Kajakkabine, also für den Kajakcamper von AluCap, so eine Isolierung quasi reingebaut. Die sollen wohl extrem gut sein, also wenn man die drin hat, dann ist da wohl richtig bollenwarm drin, dann kommt da wohl fast nichts mehr an Kälte durch. Das ist dann die nächste Steigerungsstufe. Genau, allerdings hatten wir regen Kontakt zu Blidimax und haben da mehr oder weniger vor allem für unsere Reise für Nordkap hin und her diskutiert und haben gesagt, hey, wir würden gerne eben einen Isolierstoff drin haben, weil wir sind uns nicht sicher, wie kalt das wird und so weiter. Allerdings kam dann von Blidimax halt eben so ganz klar so, überlegt euch das wirklich gut, weil zum einen, man muss sie halt jede Nacht raus machen, also jede Nacht rein, so rum jede Nacht rein und jeden Tag raus, weil man kriegt das Dachzelt sonst nicht mehr zu. Und wenn man diese Sachen dann rausgemacht hat, das ist schon wirklich dicker, massiver Stoff, dann hat man wirklich richtig viel Material, was man irgendwo... Großes Paket. Genau, ein wirklich großes Paket, was auch wohl gar nicht so leicht ist, was man irgendwo bunkern muss. Und das ist halt einfach bei unserer Reiseart und bei unserer Größe von Camper halt einfach nicht so wirklich gut möglich. Ja. Und da muss man dann einfach ein bisschen abwägen. Und wir haben uns dann letzten Endes nachher dazu entschieden, dass wir gesagt haben, okay, dann verzichten wir auf die Isolierpanels. Ich muss sagen, es hat auch ganz gut so funktioniert. Ja, ich glaube auch. Letztendlich, was man noch dazu sagen muss, es sind ja nicht nur die Zeltwände, sondern man hat ja auch das große Metalldach. Ja. Das ist auch richtig gut isoliert. Ich weiß gar nicht, was da ist, aber da ist schon eine richtig dicke Isolierschicht. Ich glaube, da ist Extremisolator drin, habe ich mal gesehen. Ah, okay. Also das isoliert auch echt gut. Gerade auch im Sommer ist es extrem wichtig, weil wenn das Dach schräg steht, knallt ja die Sonne extrem drauf. Da hatten wir aber eigentlich nie Probleme, das isoliert echt gut. Das Einzige, was ich ab und zu mal gemerkt habe, so man hat so ab den Füßen abwärts, also der Bereich, der nicht über der Kabine ist, sondern über dem Autodach, da kommt so ein bisschen Kälte von unten durch. Ja, klar, logisch. Allerdings ist das eine Sache, da habe ich mir schon öfters mal Gedanken gemacht, man kann den Teil vorne rausschrauben. Also die Fußfläche, da ist ein Ticken, glaube ich, Luft zwischendrin, also es Bär quasi. Ja. Da müsste ich mal gucken, ob man da tatsächlich nicht auch einen Ticken Armaflex reinkleben kann. Ah, das wäre natürlich genial. Ja, das wäre natürlich cool. Also ich hatte es mal einmal versucht, da hatte ich aber dann irgendwie keine Muse mehr weiterzumachen. Mhm. Aber da sind auf jeden Fall Schrauben. Ich muss mal gucken. Ich glaube, man kriegt das nämlich auf und ich glaube, man kann da nämlich auch noch isolieren. Na, das wäre dann noch der nächste Schritt. Genau.
Aber im Prinzip, wenn wir haben jetzt schon gesagt, nach der Reise wäre es optimal, wenn wir noch von der Standheizung, da sind wir jetzt gerade überlegen, wie wir das am besten machen, irgendwie ein bisschen Warmluft nach oben kriegen, dann wird es richtig gemütlich warm. Also es war jetzt schon echt gut und dann haben wir noch die nächste Gemütlichkeitsstufe, oder? Ja, genau. Das ist dann quasi so Wärmemanagement, Wärmehaushalt im Camper. Was ich zum Beispiel auch sagen muss, was ich auch sehr erstaunlich finde, Kälte kommt ja in der Regel immer von unten. Man steht ja quasi logischerweise immer auf dem kalten Boden und die Kälte zieht dann quasi nach oben durch. Dann könnte man ja tatsächlich meinen, wo man sagt, okay, 9 mm Armaflex ist nicht viel. Also wenn man sich das anguckt, das ist wirklich nicht viel. Es wird ja auch ein bisschen platt gedrückt auf dem Boden. Allerdings mit dieser 9 mm Holzplatte, die wir drin liegen haben, nochmal 9 mm Armaflex und dann nochmal diesen Vinylboden, der auch nochmal irgendwie, glaube ich, einen Zentimeter fast hat, ist der Boden wirklich echt gut isoliert. Das ist schon echt krass. Also man kann selbst bei minus 30 Grad gemütlich mit Socken auf dem Boden stehen und friert sich auch nicht die Füße weg. Das ist echt Wahnsinn. Ja, klar, musst du sagen, wir haben ja auch echt eine kleine Standfläche, also eine kleine Fläche, wo man drauf steht. Wir haben auf der Hälfte noch einen Teppich liegen für die dreckigen Schuhe. Aber da stehst du ja nicht drauf, weil der ist ja immer noch nass. Genau. Aber eine Fußbodenheizung oder so wäre jetzt, glaube ich, nicht so sinnvoll. Aber tatsächlich auch in den Fächern, also in den Schränken und so, wo wir die ganzen Klamotten und das ganze Essen und so haben, ist tatsächlich so, in den Fächern, dort wird es auch nicht richtig kalt. Also das Armaflex isoliert gut, obwohl da ja nicht direkt die warme Luft von der Standheizung hinkommt. Da wollte ich drauf hinaus. Was zum Beispiel krass ist tatsächlich, im Sommer merkt man das extrem. Es ist immer kühl. Genau, im Sommer schieben wir da immer unsere ganzen Getränke rein, weil im Sommer ist da immer kühl drin. Ja, also in den Fächern ist immer kühl und im Winter ist es da auch ein bisschen kühler als im Innenraum. Also. Ja, richtig. Also klar, aber das ist halt eben so eine Sache, was wir zum Beispiel gelernt haben, die kann man dadurch lösen, wenn man den Standheizungsschlauch eben nicht explizit durch den Innenraum ansaugen lässt, sondern durch die ganzen Fächer und so ein Zeug. Also wenn man so eine Zirkulation herstellt, dass die warme Luft immer durch alle Fächer durchgezogen wird in die Standheizung, weil dann hat man die warme Luft auch logischerweise immer in seinen ganzen Fächern und überall drinne. Genau. Was dann natürlich besser ist, was auch so eine Sache ist, vielleicht der ein oder andere kennt vielleicht jetzt auch nur diesen Podcast und die anderen nicht, was wir auch schon gesagt haben, auf langen Reisen bietet es sich auf jeden Fall im Winter definitiv an, die Standheizung einfach durchlaufen zu lassen, dass das ganze Material, also das ganze Metall in, das Holz, die Klamotten, alles so dran, was man da drin hat, die Liegefläche einfach die ganze Wärme behält, die Wärme speichert und dann auch nicht mehr so viel Energie braucht quasi. Dass man halt eben nicht jede Nacht jedes Mal aufs Neue aufheizen muss, weil das würde so viel Energie und so viel Zeit brauchen, das würde sich einfach gar nicht lohnen. Ja, das heißt, hier einfach, wird doch wahrscheinlich fast nicht möglich sein. So. Nee, wahrscheinlich nicht, vor allem nicht bei den extremen Temperaturen. Ja. Und vor allem, wenn man die Standheizung immer dann, wenn man den Motor ausgemacht hat, erst anschaltet, dann erstmal quasi alles hochheizen muss, dann verbraucht man so viel Energie aus der Batterie raus, dass man da schon echt teilweise Probleme kriegt damit der Batterie. Wenn man sie allerdings während der Fahrt einfach durchlaufen lässt und halt die Energie von der Fahrt nutzt, dann hat man überhaupt keine Probleme. Dann kommt man da echt auch im Winter wirklich mit einer relativ kleinen Batterie, Versorgerbatterie, echt gut über die Runden. Ja. Da vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn man bei geschlossenem Zelt im Auto fährt und die Standheizung auch auf Stufe 2 oder 3 laufen lässt, es wird schon ziemlich warm da hinten. Ja, was also aber auch okay ist. Also ich würde jetzt nicht frisches Obst und Gemüse da hinten drin lassen. Nee, das nicht. Ungekühlt oder so. Nee, das nicht. Also wir hatten tatsächlich auch mal, auch bei minus 25 Grad außen, hatten wir in dem kleinen Camper hinten auch mal plus 35, plus 36, 37. Allerdings ist es ja auch so eine Sache, wo man einfach ganz klar wieder sagen muss, als wir im Sommer in Griechenland oder Kroatien unterwegs waren, da hatten wir tagsüber auch mal irgendwie draußen plus 40 Grad und dann war es auch hinten drin richtig gut heiß, also. Ja, also eben nicht wegen Material, das packt es schon, das ist gut, aber ja, ist gut zu wissen. Und im Prinzip ist es ja eigentlich noch besser, wenn es da drin so warm ist und man das Zelt aufmacht, da kommt eine neue Luft rein, dann ist es nicht so richtig kalt, sondern man hat schon so ein bisschen, die Wärme neutralisiert sich ja dann. Und man hat immer eine schöne warme Liegefläche. Ja. Weil das geht dann immer schön vor die warme Luft, bis fast vorne an die Beine. Ja, das ist auf jeden Fall echt gut. Definitiv. Also, ich kann auf jeden Fall zusammenfassend echt nur sagen, so wie wir den Camper isoliert haben, für uns auf allen Reisen hat es bis jetzt super funktioniert, sowohl im Sommer, dass wir recht kühl drinne haben und die Sonne nicht uns komplett brät da drinne, so wie jetzt tatsächlich im Winter bei, eigentlich kann man sagen, wirklich extrem Wintercamping bei minus 38 Grad, das hat wirklich durch die Bank weg super funktioniert mit den
mit der ganzen Isolierung und ich würde es, glaube ich, persönlich direkt einfach wieder so machen. Ja, finde super. So zusammengefasst irgendwie Armaflex, einmal rundherum um die Britsche, den Canopy Camper überall, wo es geht, mit Filz bekleben und dann noch zusätzlich in den größeren Flächen Armaflex dazu. Was wir noch ganz kurz sagen können, wie wir die Isolationspanels gemacht haben für die Seitenwand. Die haben wir aus, es gibt im Baumarkt, gibt es diese Reflexions-Isolier-Panels, die man normalerweise hinter Heizkörper macht, dass die Hitze quasi zurückgestrahlt wird in den Raum. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zur Vorstellung. Wir haben nicht ein großes Panel in der kompletten Seitenklappe. Was ich mittlerweile aber machen würde. Okay. Ja, sondern da sind noch so zwei Querstreben drin. Das heißt, wir haben so drei einzelne Panels pro Seitenklappe. Genau, würde ich mittlerweile nicht mehr machen. Also wenn man sich den Canopy Camper kauft, ich persönlich würde, bevor ich mit dem Filz reinklebe, würde ich persönlich alle Hohlräume, also sind solche Stege drin, ich persönlich würde erstmal die Hohlräume zwischen den Stegen wirklich mit Armaflex komplett so auskleiden, dass sie auf eine Höhe kommen und dann einfach vollflächig Filz drüber kleben. Dass man wirklich eine ebene, plane Fläche hat, dann kann man da wieder irgendwelche Patches hinkletten oder irgendwelche Sachen. Bekommt man das schön hin, dass man nicht diese Kanten hat vom Armaflex und von dem Metallsteg? Ja, du kannst ja noch eine ganz dünne Schicht, keine Ahnung, auch von diesen Isolierpanels reinkleben oder so und dann einfach drüber mit dem Filz. Genau, einfach. Sorry, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Du warst gerade dabei zu erzählen. Dass ja, wie auch immer. Und wir haben auf jeden Fall diese Isolier-Panels halt quasi gebaut. Dann haben wir noch Armaflex auf diese Panels draufgeklebt. Und dann haben wir noch so eine Art Isolierstoff, Steppstoff quasi draufgepackt. Für die Optik. Genau, für die Optik und für die Haptik haben wir eben das Armaflex reingemacht, dass wenn man sich anlehnt, dass man so ein bisschen so einen Soft-Touch hat und es halt nicht so bretthart ist irgendwie. Und ich muss sagen, das hat wirklich richtig gut funktioniert. Man sieht das auch in unseren Reisevideos von Return to Arctic, wo wir waren. Da hat eben innen drin hatten wir so plus 25, 26, 27 Grad und außen an der Außenwand, also an diesen Klappen, hat das komplette Wasser und so ein Zeug einfach oder es ist halt festgefroren. Daran sieht man einfach schon allein auf diesen, weiß ich nicht, 2-3 Zentimeter dicken Wänden, wie gut das halt isoliert, so zwischen 25 und minus 25 Grad. Und das Wasser kam nicht, weil es geschmolzen ist von der inneren Wärme, sondern oben am Zelt, da ist ja logischerweise nicht ganz so isoliert. Da ist es geschmolzen und dann runtergelaufen auf die Seitenklappen. Genau, richtig. Sieht man auch irgendwo, wie du noch das Eis wegklopfst. Ja. Sauber machen. Campingplatz. 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 Muss ja gut aussehen auf den Fotos und Videos. Ja, so Eis sieht doch gut aus. Ja, stimmt schon. Immer schön authentisch bleiben. Oder so ähnlich. Ja. Genau, deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass es halbwegs informativ war. Ja, man ich überlege gerade schon, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Irgendwelche Bestimmt haben Tipps, wir irgendwas vergessen. Das kommt uns dann nachher beim Pizzaessen auf dem Sofa. Aber die Pizza haben wir uns verdient. Wir waren nämlich gerade noch spazieren, / wandern. Ja, 11 Kilometer. Ja, diesmal geht es nicht ins Kino, sondern wir waren schon unterwegs. Genau, und machen jetzt selber Pizza und setzen uns dann aufs Sofa und genießen die Pizza. Genau. Ja. Nee, aber wie gesagt, alles in allem nochmal zusammengefasst. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich überhaupt Gedanken macht über eine Isolierung und Dämmung im Camper und in manchen Fällen halt auch eine Entdröhnung eventuell. Und wenn die Leute oder wenn euch das interessiert, halt, wie man das macht, wie wir das gemacht haben, dann guckt gerne mal bei uns auf Steven auf Reise vorbei auf YouTube. Da haben wir Videos dazu. Von ganz am Anfang, wie wir unseren Camper ausgebaut haben, mit den Isolierpanels und dem ganzen Zeug, ist alles da zu sehen in der Playlist. Und genau, ansonsten nicht vergessen, uns einen Daumen nach oben zu geben, zu abonnieren und uns eine Bewertung dazulassen bei den ganzen gängigen Podcast-Plattformen. Genau, und dann auch gerne mal auf Instagram vorbeischauen, das Steven auf Reisen oder auf YouTube oder wie auch immer. Irgendwo sehen wir es bestimmt. Oder auf Google, da findet ihr alles. Genau, richtig. In diesem ganz großen World Wide Web. Ja, wir sehen uns da oder so. Richtig. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Richtig, wir sehen uns im Internet. Somit vielen, vielen Dank fürs Einschalten und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, wie auch immer, Tag, Wochenende. Abend. Genau. Was auch immer ihr gerade macht. Und wir hören voneinander. Genau. Und tschüssi. Bis dann. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn ihr noch mehr über unsere Reisen und Abenteuer erfahren möchtet, dann schaut auch gerne mal auf YouTube und Instagram unter Steven auf Reisen vorbei. Wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Podcast wieder. Und bis dahin, happy travels!